Das ist das erste Mal, dass ein anderer als ich sie benutzt. Die Leute nehmen leider immer die Tür. Völlig unverständlich. Türen sind langweilig. Da kann ich nur zustimmen, Staunton. Wir sind aus einem Holz geschnitzt. Aber jetzt zu Ihren Großtaten, Staunton. Großartig, großartig. Das war eine fantastische Leistung. Ich wusste immer, wie viel in Ihnen steckt. Danke. Captain Staunton, Agent Meriwether. Darf ich Ihnen Admiral Teagues vorstellen? Kapitaler Mann. Wir kennen uns schon seit Schulzeiten, hatten immer einen kleinen Wettkampf miteinander laufen. Das freut mich, Commander, dass Sie auch einen Erzfeind haben. Ein echter Feind ist das Salz in der Suppe. Das ist also dein Wunderknabe, Mason? Der Mann, der das Universum gerettet hat? Ja, genau der. Steht seit jeher unter meiner Führung. Habe sofort erkannt, was für ein guter Mann er ist. Oh, Sir, das wusste ich jetzt ja. Jetzt sei nicht so förmlich, Cole. Wir sind doch alte Kumpel. Du weißt doch, du sollst mich Bartholomew nennen. Bartholomew, das ist ein echter Zungenbrecher. Leute, wenn es euch nichts ausmacht, ich setz mich aufs Sofa und leck meine Wunden. Sir, wie geht es nun mit der Battledore weiter? Und mit Captain Logan? Er hat sich bei unserer Ankunft gestellt. Wird ihm der Prozess gemacht? Ach, was Prozess? Natürlich nicht. Das haben wir doch alles von langer Hand geplant. Das alles war deine Idee, Bartholomew? Das Stehlen des Transmitters? Die Jagd nach Kite? Die Burg? Das zusammengeklappte Universum? Alles das, um mit Noah und seiner Frau in diplomatische Beziehungen zu treten? Junge, ich erkläre dir jetzt mal was. Eine geglückte Aktion ist immer meine Idee. Was meinst du, wie ich sonst Commander geworden bin? Das leuchtet ein. Also ist Kite frei? Klar. Er hat mir eben gesagt, dass er auf der Battledore bleiben möchte. Kein Witz? Und was wird aus Darren King und seiner Mannschaft? Gar nichts. Sie bleiben auch bei euch. Ich habe mir gedacht, dass dir eine größere Mannschaft gefallen würde, Cole. Sie hören dann alle auf mein Kommando? Soweit Darren King auf Kommandos hören kann, ja. Also nicht. Low, zerstör jetzt nicht den Moment. Hat Iron Drake gesagt, was er tun möchte? Also, er hat da so eine Freundin in einer anderen Dimension. Mit ihr sind noch einige Fragen offen. Kurz gesagt, er will sie abholen und dann mit ihr zu Battledore stoßen. Hat mich schon nach einem Gehege für zwei Dinos gefragt. Der Mann ist ein echter Scherzkeks. Also bleiben wir alle zusammen. Na Cole, freut dich das nicht? Schon. Und welchen Auftrag erhält die Battledore jetzt? Cole, ich habe dein Talent erkannt. Schau es dir nur an. Die FX-57er, die Turanier und jetzt dieser Noah und Co. Du wirst unser neuer Botschafter im All. Entdecke neue Welten, knüpfe Kontakte. Cool. Ich wollte schon immer wie Captain Kirk sein. Das wäre dann geklärt. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Bartholomew, Agent Meriwether bleibt mir aber erhalten, oder? Damit sie ein Auge auf mich hat? Cole, du hast mein volles Vertrauen. Du brauchst keine Überwachung mehr. Und wenn ich es verseppele, ist die Aktion sicher nicht deine Idee gewesen. Junge, du hast das Prinzip verstanden. Okay, also... Sie ist zwar manchmal nervig,
Aber wenn du es verschmerzen kannst, weiter auf sie zu verzichten, würde ich, Agent Meriwether noch etwas länger auf der Battledore behalten. Das ist dir schwer gefallen, was? Du hast ja keine Ahnung. Gut, wenn Ihnen so viel daran liegt, gehen Sie mit ihm, Agent. Ich wünsche der Battledore viel Erfolg bei ihren nächsten Abenteuern. Großartig, großartig. Und so waren endlich alle unsere Helden vereint. Wie konnte ich nur bei Cold Stanton anheuern? In Harmonie? Was hat sich Darren nur dabei gedacht? Und vertrauter Stille. Jetzt ist dieser Trottel Stanton mein Captain? Ich muss wahnsinnig gewesen sein. Jetzt sind wir schon wieder zusammengepfercht in dieser Nussschale. Flogen sie? Als erstes putze ich das Deck von oben bis unten. Ihren nächsten Abenteuern entgegen.